20.000 Sterne für meine kleinen bescheidenen Level. Da sag ich danke, Freunde. Heute gucken wir uns die weiteren Event-Level an. NES Remix hat 2 weitere Level dazu bekommen. Und ja, es gab ja schon mal ein NES Remix-Level, aber ohne ein spezifisches Game auszuwählen. Und diesmal gibt's etwas zu Super Mario Bros. 2 und zu Excitebike. Okay, ich glaube, es ist derselbe Text, aber trotzdem. In der NES Remix-Serie wird eine Serie von Klassikern neues Leben eingehaucht. Diesmal haben wir versucht, den ersten Level aus Super Mario Bros. 2 nachzubauen. Wenn ihr das Original kennt, werdet ihr hoffentlich einige Elemente wiedererkennen. Vertraut und doch ein bisschen anders. Genau wie NES Remix. Nice! Super Mario Bros. 2 ist natürlich eine tolle Angelegenheit. Ist natürlich um einiges anders, deswegen schwierig in Super Mario Maker einzubauen. Wir starten als Birdo. Das ist ja nice. Herzchen! Ja, da war ja die Sache mit Birdo und Ostro in den Credits. Aber ich habe ja Super Mario Bros. 2 zweimal Let's Played. Einmal die 8-Bit-Version vom NES und einmal die 16-Bit-Version vom Super Nintendo. Der, sehr nice gemacht an der Stelle. Ja, ich kann es ja gar nicht betätigen. Doch so. Einmal die 16-Bit-Version von der Super Mario All-Stars Collection, die auf Super Nintendo und Nintendo Wii erschienen ist. Yo, sehr schön, sehr schön. Natürlich fehlen die klassischen Elemente, ich sag mal, der Zaubertrank. Aber wir wollen natürlich nicht unterschlagen, dass Super Mario Bros. 2 eigentlich das japanische Spiel Doki Doki Panic ist, das einfach nur, ja, in Japan ist Super Mario Bros. 2, was bei uns The Lost Levels ist, also einfach schwierigere Level. Das fanden die Amerikaner ein bisschen zu hart und deswegen haben sie echt schön gemacht hier. Gemessen an den Möglichkeiten. Deswegen haben sie das japanische Spiel Doki Doki Panic genommen und Mario-Charaktere drin eingebaut. Aber, ja, die Käfer sind jetzt hier Flammen. Aber, auch die Shy Guys beispielsweise oder die Ninjis stammen also von Doki Doki Panic ab. Sind eigentlich keine Mario-Charaktere. Gerade die Shy Guys, ne? Aber es gab noch so viele andere Charaktere, die überhaupt nicht mehr Erwähnung fanden. Ich finde das auch schön gemacht. Einmal eine Röhre. Ja, wie gesagt. Das ist Birdo. Aber wir sind doch selbst Birdo. Nein, sind wir nicht. Ich kann jetzt behaupten, ich habe absichtlich, was ist denn hier los? Ach so, da kann man ja rüberspringen. Das ist, wo ich war, Freunde. Da kommt man ja auch einfach zum Bosskampf. Natürlich komplett reinziehen. Ja, als ob ich jetzt absichtlich den Anzug verloren hätte. Okay, nee, sehr schön nachgestellt. Viel mehr kann man wohl auch nicht machen. Aber immerhin eine Referenz auf Super Mario Bros. 2. Immerhin die Türen in SMB 3 ist es, ne? Sehen ja aus wie in Super Mario Bros. 2. Dafür würde ich sogar einen Stern geben. Schön, wir hätten Birdo. Okay, cool. Birdo for the win. Alles klar. Und was bietet uns Excitebike? Diesmal haben wir versucht, Excitebike in Super Mario Maker nachzubauen. Halte den Sprintknopf und das Steuerkreuz nach rechts gedrückt, sobald der Level losgeht, um eine hyperrealistische Motocross-Erfahrung zu simulieren. Halte den Sprintknopf und das Steuerkreuz nach rechts gedrückt. Und nicht loslassen. So, okay, dann probieren wir es. Yay! Habe ich selbst nie gespielt, muss ich gestehen. Ist es ein Automatik-Level? Im Ernst? Ich sehe da unten jetzt nichts, weil ihr so fleißig meine Level spielt. Ich glaube, da hat jetzt Nintendo ein Automatik-Level gezaubert. Das ist natürlich krass. Bis dato eine Erfindung der Fans, möchte ich meinen. Hey, Lucky Two! Dementsprechend jetzt wirklich nichts Atemberaubendes. Ist okay, ist ganz nett. Gleich diesem einen Mario Kart Level, was wir in der Sternrangliste hatten. Ziemlich zu Beginn. Nach Release. Das ist das Schöne am Let's Play. Ihr könnt, was in der Sternrangliste auch früher mal in war, hier in meinen Videos nachschlagen.
Ich habe vor dem Part schon mal nachgeguckt, selbstverständlich, ob es was Neues gibt bei den offiziellen Baumeistern. Die Antwort lautet nein. Wir haben im vorletzten Part davor, also wer es nicht gesehen hat, schaut einfach zurück. Haben wir alles gespielt, was es Neues gibt zurzeit. Mit den neuen Elementen, viel mit den Bumpern wurde experimentiert, aber im Moment ist da nichts Neues. So, deswegen würde ich sagen, um diesen Part jetzt noch weiter zu gestalten, gucken wir uns die Sternerangliste an. Es gibt einen neuen Spitzenreiter von dieser Top-Erstellerin, die Super-Japanerin mit der Brille, die bei den Baumeistern wirklich auch an erster Stelle steht. Ich kann es mal ganz kurz zeigen. Ja. Das sind die offiziellen Baumeister, da ist nichts Neues. Alles, was die haben, habe ich schon gespielt mit euch. Ja, da steht sie an erster Stelle. Gelle? Hart. Echt hart. Okay, gucken wir mal, was er da hat. Leider wieder alles japanisch, das heißt, ich weiß nicht, was hier abgeht. Aber mir auffällig eben, dass ein US-Amerikaner den Weltrekord hier aufgestellt hat. Das ist doch Ironie pur. Ding dong? Warum? Ach so, damit das... Na, okay. Das ist gewissermaßen ein Rätsel. Jetzt muss ich eh verlieren. Aber hier brauche ich stehen, um da das aufzumachen. Man kann doch dann, wenn man falsch liegt quasi, doch den jeweils anderen Helm doch noch nehmen. Das ist nur ein Experiment. Ah, hier braucht man wieder den, oder nicht? Nicht? Macht der keinen Sinn? Give it to me. Ich verstehe voll und ganz. Bomben! Ist mal wieder ganz nett, aber ich frage mich halt immer, die Nummer 1 der Sternrangliste. Na gut, ist ja jetzt nicht mehr so viel besonders. Ich würde schon sagen, diesmal den, damit der Peace Retriever von dem da oben aktiviert wird. Checkpoint! Kannst gleich weitergehen. Ja, welchen Helm braucht es? Immerhin, sie macht immer gute Level und deswegen aller Ehren wert. Ich denke mal, dass es eine Sie ist. Nö, ich muss den ja hochbegeben oder etwa nicht. Das andere ist doch sinnfrei. Und dann muss nach rechts laufen. Ja, ja, doch, durchaus ein schön konstruierter Level, kann man nichts sagen. Hier brauche ich natürlich den, damit der Goomba, ja, ins Gras beißt. Und der andere Goomba hier eine Ranke oder so erscheinen lässt, auch gut. So lobe ich mir das. Eine Feuerclownskutsche sehe ich zum ersten Mal im SMB1-Style. Wenn ich den Block zerstöre, ich könnte zwei Sachen zerstören. Was genau das alles bewirkt, lasse ich mich jetzt einfach mal drauf ein. So. Der muss auf mich schießen wollen. Schieß, Motherfucker! Also, schieß! Okay. Und bumm. Alles klar. Echt schön gemacht. Jeder Pixel, jeder Block ist abgetimed. Das Ende ziemlich klassisch. In der Höhle. Naja, klassisch ist so eine Sache. Ihr wisst, was ich meine. Diese Treppe ist klassisch, aber dass es in der Höhle ist, hätte man ja zumindest so machen können, dass man jetzt in die Oberfläche zurückkommt. Weiß ich, ob man schon eine Röhre gebraucht hat. Ich glaube schon. Ja. Aber wenn nicht, dann hätte man ja an die Oberfläche zurückkehren können. Weil, die Zielflagge gibt es im Original nicht in einer Höhle, sondern nur oben. So, okay, das war die Nummer 1. Die hier haben wir schon gespielt. Ihr seht es ja immer, neben der Nummer oben links ist eine Zielflagge. Das heißt, ich habe die schon gespielt. Aber es gibt einige, die ich noch nicht mit euch gezockt habe. Zum Beispiel hier. Ich sehe Super Mario World, einen Ballon Mario und den epischen Delfin. Ich frage mich nur, was wollen sie hier? Gucken wir einfach mal. Japanische Schriftzeichen. Musiklevel. Da ist kein Boden. Ich sehe nichts, weil meine Abonnenten so fleißig meine Level spielen. Gehen wir mal hier durch. Los geht's. War das alles? War das alles?
Da bist du so weit oben in der Sternrangliste. Ich meine, Musiklevel schön und gut. Aber ist eine Band aus den 70er Jahren? Nee, keine Ahnung. Hä? Ist ja schön, aber hä? Okay. Habe ich eigentlich einen Stern gegeben? Habe ich nicht? Ups. Tut mir leid. Hätte einen Stern geben sollen. Ich blende mal die ID ein, obwohl ihr es trotzdem selbst nachschlagen könnt. Friendlist Splatoon. Klingt auch nach Musiklevel. Aber mal gucken. Was geht denn hier? Ja, schön. Okay, es gibt einen Checkpoint, eine Feueratlaunskutsche. Keine Ahnung, ich gehe mal hier entlang. You're a squid now, you're a kid now. Naja, bis auf den Song abgesehen, den ich gerade vorgemacht habe. Gibt es ja durchaus ziemlich epische Soundtracks bei Splatoon, die hängen geblieben sind. Voll hängen geblieben. So wie Mario hier, der Ärmste. Nö, ernsthaft, wenn man so rückblickt, coole Soundtracks bei Splatoon dabei. Ja, kann man nichts sagen. Schön gemacht. Besser als der Level eben, weil der davor einfach zu kurz war. Auch wenn ich mit Mario World mehr verbinde als mit Splatoon, nicht wahr? So, die hier haben wir scheinbar alle schon gespielt. Ja, ich erinnere mich mit Wehmut. Was ist das hier? Dash und 10.000. Das Mii gefällt mir ganz gut. Da fällt mir alles aus dem Gesicht. Abschlussrate 21%. Ja, Dash sagt für mich einiges, also ich werde einfach mal nach rechts laufen. Im Rennmodus und mal sehen, was passiert. Wahrscheinlich ein Automatik-Level. Wie man das hier nicht schaffen kann, naja. Oder am Ende ist wieder so ein, du stirbst kurz vorm Checkpoint, aber die Zeit läuft nicht ab. Das ist auch schon mal erwähnenswert. Ja. Also es gefällt mir besser als so ein typischer Automatik-Level, wo man einfach nur auf eine Blue Bone rumfährt. Weil diese Automatik-Level sind echt Käse geworden. Aber das hier, das kann ich mir gerne nochmal anschauen. Reinziehen. Ich würde mal sagen, diese typisch langweiligen Automatik-Level, die wir so schon 10.000 Mal gesehen haben, die schaffen es in der Rangliste wahrscheinlich gar nicht mehr so hoch. Oder? Aber das hier kommt mir jetzt auch bekannt vor. Also im Sinne von, die Räume ähneln sich ziemlich. Und da sind sie, unsere Blue Bones. Alter. Schön mit Bumpern auch noch im Automatik-Level. Schön, dass an alles gedacht wurde. Für meinen Geschmack verliert Mario zu oft seine Power-Ups. Aber das ist so gedacht. Was jetzt vielleicht auch die Abschlussrate immer niedriger machen könnte, sind die Leute, die versuchen, hier Weltrekorde aufzustellen. Will irgendjemand irgendeinen Weltrekord knacken? Man versucht halt alternative Möglichkeiten zu finden, aber das wäre mir echt viel zu anstrengend, ein Automatik-Level auf andere Weise zu lösen. Weil das dann so gesehen dann einfach nur random Bullshit ist. Und ihr wisst, was ich sagen will. So. Doch ganz nett. Doch, der hat mir ganz gut gefallen. Automatik-Level hin oder her, der kriegt einen Stern. Diesen Level, den habe ich gern. Oder denkt ihr nicht? Ich denke schon. Weltrekord, 7 Sekunden. Also in 1 Minute 20 macht man den normalerweise fertig. Und einer hat es in 7 Sekunden geschafft.
irgendwie sich an irgendeiner Stelle abzusetzen und ans Ende zu laufen. Aber das ist doch da unten. Du musst ja ganz schnell in die Röhre da. Ach, was weiß ich, wie der das gemacht hat. Das würde mich fast schon noch mehr interessieren, wie man in solchen Leveln Weltrekorde aufstellt. Ganz im Ernst. So. Ja, Very Simple haben wir auch schon gespielt. Keep Run. Ich sehe einen Panflam. Nee, das ist kein Panflam. Doch. Ja, ne, das war ein Panflam. Keep Run. Okay. Mach ich das. Mit ihm hier, Mario Kun. Und Wario. Big Brain Academy. Splatoon-Mädchen. Björn. Zelda. Pikachu. Tu was für deine Figur, Pikachu. Obwohl, Pikachu wird ja im Anime vor allen Dingen immer dürrer. Am Anfang war das echt so ein fettes Wesen. Und spätestens seit XY ist er einfach so schlank. Wie Biene Maya. Da war ja auch so ein Riesenskandal. Und wegen Biene Maya wird, ja, schlank gemacht. Thank you, Happy New Year 2016. Ja, das ist jetzt nichts Besonderes, ne? Da wollte jemand einfach nur seine Leute grüßen. Und was ist hier los? Ich denke mal, da führt eine Röhre in den unteren Bereich und da geht dann der Punk ab. Oh nein. Aber so geht's. Hab's schon gecheckt. Es gibt keinen weiteren Bereich. Einfach Wandsprung an diesen Kugelwilli-Stationen machen und der Fisch ist rasiert, ja. Führt dann bis ans Ziel. Die Idee ist ganz nett, aber irgendwie ist mir das zu wenig für einen Stern. Man muss immer dasselbe machen. Wenigstens Items zum Ausweichen, irgendwelche Lucky Tools oder so. Irgendetwas. Dann wäre es schöner geworden. Oh no. What? Ups. Da sind gar nicht so viel abgekratzt, bitte. Verstehe ich gar nicht mal so wirklich. Erstens mal, wo ist die Schiene? Ups. Nein, nicht in die Richtung. Please. Was kommt da raus? Okay, Zielsuchende. Ich weiß nicht warum. Ich werde wahrscheinlich versuchen müssen, an die Zielflagge ranzuspringen. Oh, die Zeit. Na egal, wird schon noch klappen. Also, richtigen Moment abtimen. Warum ich da zerquetscht wurde, ist eine gute Frage. Unsichtbare Blöcke kann doch gar nicht sein. Einfach zu viel Trall oder so? Nice. Ist ein interessanter Level, aber wie gesagt, irgendwie ist es mir dann doch zu wenig für einen Stern. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Immerhin, ich habe den Level gezeigt. Das ist doch was. Das erinnert mich irgendwie an diesen einen, wo man da im richtigen Moment abspringen musste, wo die ganz komisch durcheinander gewirbelt sind, die beiden Kugelwilli-Stationen. Also ganz viele Kugelwilli-Stationen. Und ja, The Right Jump, oder wie der Level hieß. So, das hier scheint irgendwas mit One Piece zu sein. Dash, gucken wir mal. Noch nicht. Ich muss wahrscheinlich erst durch die Tür gehen. Dann geht's los. Das Blöde ist, da kann man einfach drunter durchlaufen. Kann ich einfach drunter durchlaufen? Dash. Ja, ganz nett, auch ein paar Automatik-Elemente dabei, aber dennoch. Ich selbst bin kein großer One-Piece-Fan, da werden mich jetzt einige Terner und Federn. Ich glaube wirklich, dass es ein großartiger Anime und Manga ist, aber nee. Es gibt so vieles, wisst ihr, ich bin das übliche Pokémon, Digimon, Dragon Ball, volle Möhre, ganz klar. Was mich auch mal eine Zeit hat interessiert, als es noch im Fernsehen lief damals, Ranma ein halb. Aber sonst habe ich wirklich nicht viel Anime und Manga am Hut, tut mir leid. Auch One Piece kam auch auf RTL 2 und so damals, schon früher. Aber ich habe es genauso wie Yu-Gi-Oh! Einfach nicht mehr geschaut. Tut mir leid. Ist ein Automatik-Level hier. Alter. Mit Bumpern. Ja, da kann ich schon kurz zu Ende reden. Was habe ich noch geschaut? Ein Anime, das mich irgendwie, oder der mich ziemlich verwirrt hat. Das war Golden Boy.
Der lief mal auf MTV, sind nur 6 Folgen. Es geht irgendwie nur um Weiber und dicke Möpse. Also. Oh nein, ich bin gefangen. Nee, ich komme wieder raus. Nice. Den habe ich geschaut. Waren ja nur 6 Folgen. Zum Fremdschämen. Da gibt es auch noch den Let's Player, den Golden Boy Marcosi, ne? Weiß nicht, ob der danach benannt wurde oder sich danach benannt hat. Gut denkbar! Ich hab mit dem Slayer mal drüber geredet. Der hat sich den Anime dann auch mal reingezogen. Aber One Piece, nee, nie so wirklich. Weil ich ja auch kein großer Piratenfreund bin. Wie gesagt, ich glaube ja, dass es ein großartiger Anime und Manga ist. Mit vielen Fans. Aber noch. Haben zum Beispiel in Let's Play Tomodachi Life sich viele von euch gewünscht. Mach mal Monkey D. Ruffy rein. Aber, ja. Ich wollte einfach... Alter! Das Finale hier war geil. Ich habe damit einfach nicht viel, was ich damit verbinde. Tut mir leid. Zum Automatik-Level. Der war einerseits ein bisschen langweilig, aber das Ende war ganz gut. Komm, gib mir einfach mal einen Stern. Stern hat der Typ gern. Okidoki. So. Weiß nicht, wir sind jetzt schon relativ weit unten wieder in der Sternrangliste. Das ist okay. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Merry Xmas ist ja auch schon vorbei. Wir honorieren einfach das wunderschöne Thumbnail hier. Und ja, so manches haben wir schon. Ich würde sagen, das hier machen wir noch. Super Mario World. Wunderschöne Sprites an der Stelle. Deswegen wahrscheinlich am Anfang diese ganzen Röhren, die uns woanders hinführen, ne? Oder Türen halt, meinetwegen. Let's go! Was zum Teufel? Dann gehe ich halt hier rein. Nee, das war jetzt mal Bullshit. Irgendwie. Hä? So viele Sterne? Okay, da war ein kleines Musiklevel-Stückchen dabei, aber trotzdem. Naja, ist ein Zeichen, dass wir nicht mehr sehr viel tiefer gehen müssen in der Sternrangliste. Beim nächsten Mal wieder die Level meiner Abonnenten. Ich würde mich sehr freuen über einen Daumen hoch, wenn ihr noch mehr Super Mario Maker sehen wollt. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao!